unseren Postmännchen hier vermöbeln. So, Schlafjurt. Wow, das ist ein Stehaufmännchen. Jetzt nicht, dass das. Ich sag jetzt nicht, dass das irgendein Bug ist, denn sonst drehe ich noch durch hier. Doch, es ist ein Bug. Na super. Müssen wir halt nochmal machen. Menno. Mal schauen, wo der letzte Checkpoint war. Ich hoffe mal nicht so weit weg. Ach, Gott sei Dank. Wie funktioniert sie? Zielen und abdrücken. Nein, meine, wie macht sie das Eis? Aus dem Wissenschaftler oder was? Keine Ahnung, ich frag ja nur. Stell. Du bist verreckt. Alter! Frostmännchen ist jetzt schon mal erledigt. Ah, was sind denn noch mehr Elektroschocks? Ah, jetzt können wir. Wo ist Freeze? Glaubst du, ich weiß das? Hast du vor, Silvester in Gips zu feiern? Okay, okay. Er hat einen Deal mit dem Pinguin. Waffen im Austausch gegen irgendeinen Typen. Ferris Boyle müsste noch im Gothcorp-Gebäude sein. Du lügst. Gothcorp entwickelt keine Waffen. Was? Nein, ich... Gothcorp, wirklich. Ich habe die Zugangscodes. Her damit. Gib schön brav her. Das ergibt keinen Sinn. Seit wann entwickelt Gothcorp Waffen? Es muss mehr dahinter stecken. Tja, vielleicht ist der gute Ferrell doch nicht so ein netter Kerl, wie du dachtest. 7-3, Statusbericht. Delta 7-3. Was ist das? Opfer Mais, rette die eingefrorenen Opfer. Naja, das werde ich noch nicht können. Zentrale, 5-5. Wir haben keinen Kontakt zu Einheiten auf der Brücke. Free, unterwegs. Oh yeah. Da wartet schon wieder Besucher von uns. Ah. Ey, ich bin doch gesprungen, du Affe. Scheiße. Ah!
Lass mich endlich eure Eisbahn hier fertig machen. Und tschüss auch. Mann, Mann. Teilweise könnt ihr ganz schön nervig sein. Warum habt ihr plötzlich so gute Reflexe? Also. Ach, war ja klar. Aber jetzt bin ich richtig. Zeichen von Anarchy ist hier, aber ansonsten... Ah. Was ist doch irgendwas brauchen wir. Eiszeit vielleicht. Tatsache. Die Passwörter sind immer noch so einfach wie früher. Wenn das hier schief läuft, kommt ja angerannt. Geht klar, Boss. Oh. Ich habe das Gefühl, wir sollten aufpassen. Solange dein Freund weiterhin mit uns kooperiert, werden wir keine drastischen Maßnahmen ergreifen müssen. Das gemacht. Wo bringen Sie Ferris hin? Mr. Boyle? Sie waren auf dem Weg Richtung Treibstoffforschung. Die ganze Anlage wimmelt von den Typen. Haben Sie die Codes zu dieser Sicherheitstür? Nein, ich habe keine Freigabe. Mein Chef aber schon. Sie haben ihn ins Biolabor gebracht. Durch die Lobby. Ich stelle sicher, dass die Ihrem Chef nichts antun. Bringen Sie sich in Sicherheit. Na super. Ja, Ghostcorp. Was für düstere Geheimnisse hast du hier wieder? Ich helfe dieser Person, sobald ich meine Thermalhandschuhe habe. Na, wenn sie dann noch lebt, natürlich. Du kriegst jetzt richtig Semmel.
Also, viel Spaß. Wir werden die Eiszeit abblasen. Das war ein guter Konter. Kann man nicht irgendwie umstimmen? Nein, kann man nicht. Du sagtest doch, du seist hier der Boss. Also warum plötzlich so schüchtern, hä? Sei mal etwas hilfsbereiter. Ich kooperiere doch. Ich kooperiere. Weiß ich doch. Aber wir haben alle unsere Jobs. Meiner ist es, dir eine Kugel zu verpassen, wenn ich das Gefühl habe, dass du mich anlöst. Ich sagte doch, es gibt hier keine Waffen, nur Pflanzen und Gewebeproben. Ja, erwähntest du schon. Also, glaubst du mir? Weißt du was? Ich glaub dir ja. Aber ganz ehrlich, ich liebe meinen Job einfach. Oh Gott. Was ist denn? Habt ihr das gesehen? Was? Oh, gibt's denn sowas? Ja. Ich hatte ihn doch schon und dann auf einmal... Oh, ich lass mich nicht würgen. Jungs! Ich glaube, das wird ein sehr, sehr gut... Ja, Pinguin, halt die Fresse. Du sagst doch, okay. Du seist hier der Boss. Also warum plötzlich so schüchtern, hä? Sei mal etwas hilfsbereiter. Ich kooperiere doch. Ich kooperiere. Weiß ich doch, aber wir haben alle unsere Jobs. Meiner ist es, dir eine Kugel zu verpassen. Ich sagte doch, es gibt hier keine Waffen, nur Platten. Weg hier! Was ist hier? Wow. Alter Schwede. Wäre auch eine Idee gewesen, aber naja. Scheiße, wir haben einen erwischt. Gepanzert. Ist halt so, auf die Altmuscheltour. Und weg hier. Und wie gleich dich noch mal hinterher. Nein! Meine Fresse, die hat es ja gegeben. Natürlich. Wir sind hier im freundlichsten Kindergarten aller Zeiten. Wir sind eure nervigen Scharfschützen jetzt weg.